Tja, da ist man einmal im Bobbianland. Und wen hat man dann vor der Linse? Komische Parktube-Leute hier. Ganz komisch, so aus Deutschland. Echt komisch. Die grinsen einen auch noch so komisch an, so. Abo dalassen bei dem. Ne? Abonnieren bei Parktube. Ja, ja. Viel Spaß, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Ne? Der Björn gerade nämlich zu mir so, guck mal, wer der ist. Ich so, ah, guck mal. Und sie direkt so, ah, oh, was hat der denn schön Bulli an? Na, ja, ja, ja. Sieht man doch, hier ist ja überall, ne? Ja, das ist, jetzt war sie ja gerade schon dran. Ja, lass mal am 9. fahren. Also, ihr müsst am 9. wohin kommen? Yes. Genau. Moviepark. Genau, unser letzter Aufenthalt für dieses Jahr im Moviepark Germany. Aber ich muss sagen, also wir haben jetzt gerade das Monkey-Experiment gemacht. Also es ist doch sehr dunkel. Also ich habe nichts mehr gesehen. Und mein Kopf sagte so, nee, ist ganz uncool hier. Geh mal lieber raus. Ist nicht toll. Ich will nicht wissen, was meine Herzfrequenz gesagt hat. Bitte? Das war jetzt gerade der schrecklichste Moment in meiner ganzen Laufbahn. Ja. Ja, wie gesagt, es, ja, wie fandst du es denn, Monkey-Experiment? Also ganz ehrlich, es ist mal was Neues, Schönes, Einfaches, ein kleines, geiles Ding. Sehr gut gemacht, meiner Meinung nach, mit den Spiegeltechnik, die sie genommen haben. Ja. Ist sehr geil. Wenn man die Story versteht, also wenn man Niederländisch versteht, dann ist es etwas einfacher wahrscheinlich auch, sich da reinzufühlen. Aber muss man ganz ehrlich sagen, schön dunkel und man kriegt trotzdem auch eine Fresse auf, wenn man ja schwierig zu erschrecken ist. Richtig, richtig, richtig. Also das ist schon ein sehr beklemmendes Gefühl, da drin zu sein. Ja. Weil dieser Container gibt natürlich die 50, 60 Hertz in diesem dunklen Ton auch sehr gut, in diesem düsteren Megahertz-Ton auch sehr gut weiter. Das dröhnt dir also quasi in den Magen. Also mein Magen sagte, kannst du vielleicht fragen, ob du rausgehen könntest? Also richtig gut, dickes Lob an euch. Manchmal muss es nicht so unbedingt eine lange Maze sein. Manchmal sind auch diese kleinen Momente gerade sehr dominant und drückend. Genau. Wir sind jetzt gerade hier bei... Frag mich jetzt nicht, wo wir hier in welchem Ton sind. Ich sag nur, man hört's ja eigentlich schon. Ja, Mexico City oder was auch immer. Genau, richtig. Ne, Chiapas hier. Ja, auch wieder schön thematisiert, wie man es erkennt mit den zwei. Er kann ja so schön die Vogelscheuche machen aus dem Labyrinth. Ja, ich muss euch die nochmal zeigen. Die sind einfach zu schön. Moment, wir gehen mal eine Runde um den Brunnen. Das ist immer schön hier. Endlich mal eine vernünftige Lautstärke, wo man was machen kann, um sich zu bewegen. Ich suche die zwei. Jetzt steht das Licht auch gerade sehr schön. Die winken hysterisch. Die sitzen am Brunnen, die sind alle müde. Ah, die müssen erstmal ein Foto machen. Die sind jetzt gerade erstmal beschäftigt. Wir drehen noch eine Ehrenrunde um für die um den Brunnen. Und jedes Jahr wieder schön, die zu sehen, die beiden. Das ist schön, wenn die sich Gesichter merken können. Ja, wir sind auch gerade wieder sehr freundlich vom Bobbianland-Personal begrüßt worden. My best friend from Germany. In der Hinsicht schöne Grüße zu Revolution rüber. Ja. Ja, was soll ich sagen, der hat gerade richtig viel an Wartezeit gehabt. 60 Minuten. Ja, schon krass, 60 Minuten. Ich muss mich mal eben kratzen. Der Dreamcatcher. Ich hatte gerade ein leichtes Denkproblem. Aber jetzt muss ich echt mal gucken. Was die Maze geknallt hat, also dieses kleine Monkey Experiment. Moment. Ich will mal gucken. Ich gucke, was für eine Herzfrequenz in dem Ding hatte. Also. Schön. Okay. 105, das geht ja noch. 105 bis 108. Temo! Schleichwerbung für Temo. So, Wartezeit mal ganz kurz, damit ihr auch Bescheid wisst. Also 4:60 Uhr, Revolution, wird gar nicht angezeigt, wahrscheinlich Oberkante, Unterkante. Dreamcatcher 30, ist gerade runtergegangen. Typhon 60, Speedybot 25.
Pop Express 40, Naga Bay 35. Ja, Okidoki 35, Terra Magma 40, El Rio, mein Gott, hat nur 15. Die Wildwasserbahn hat sogar 45. Bei den Temperaturen, braucht man nicht drüber zu reden. Wir beide schwitzen am Stück. Korrekt. Richtig. Also dementsprechend, wir haben uns sogar ein Schließfach geholt. Also kleines kostet 5, mittlere Größe 8 und das große kostet 10 am Tag. Ja. Es waren aber 5er und 8er Kategorie alle weg. Ja. Wir hätten dreckig gehen sollen. Somit haben wir mal eben 10 Euro für ein Schließfach ausgegeben. Aber egal, wir sind bis 21 Uhr hier. Ja, Ladies. Oh, wie süß. Wer kommt denn da? Wir wandern mal mit. Die zwei sind wohl immer noch im Greet and Meet. Das dauert noch was. Aber wir schließen uns der Parade mal hier an, der Kleinen. Bitte? Auf den Rahmen oben drauf. Ich weiß nicht, was die Ladies mit ihrem Koffer haben, aber ich glaube, die haben noch eine weite Reise vor sich. Ich würde mal sagen, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und YouTube. Abmoderation von Herbert. Achso, die Herbert-Geschichte fehlt noch. Aber Entschuldigung, weißt du, ich habe die ganze Zeit schon in der Hand.